Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir den Knochenbrecher-Simulator und ja Leute, wir haben den schon mal im Livestream gezockt. Ich glaube, der Name verrät schon alles für sich. Man kann hier mit seinem Roblox-Skin einfach so eine Klippe runterspringen und dann bricht man sich die Knochen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie viele Knochen wir uns heute hier brechen werden. Man sieht auch schon im Hintergrund, es geht noch weit hinauf. Also wir haben hier wirklich noch die Art, ja, kleineren Stages hier noch zu erledigen. Und danach gehen wir hier nach ganz nach oben, Leute. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze so wird. Und ich hätte gesagt, wir fangen auch hier gleich mal an, Leute. Wir springen hier gleich mal runter und zwar jetzt einmal so normal und danach einmal hier in First Person, weil das geht auf jeden Fall auch. First Person ist auch eigentlich ganz cool. Ist ein bisschen verrückt irgendwie, aber ja, First Person war auch, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Also gut, Leute, ich hätte gesagt, ich fange hier in dieser normalen Position mal an, also im Prinzip in dritter Kamera, glaube ich, nennt man diese Position hier. Und ja, Leute, wir springen mal runter, mal schauen, wie viele Knochen wir uns brechen. Let's go, Leute, oh mein Gott. Oha, wir haben jetzt schon das Gleichgewicht verloren irgendwie. Oh mein Gott, Leute, das gibt... Oh, ganz schön... Aua, 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 Leute. Au, oh nee. Ah... Ich glaube, wir haben uns den Arm gebrochen. Oh ja, Leute. Auf jeden Fall, der Arm ist komplett im Eimer. Die Knochen hier, die Gelenke alle hier kaputt. Oh nee, Leute. Also das möchte ich jetzt nicht im echten Leben erleben. Gebrochene Knochen haben wir hier, glaube ich, 19. Unser Rekord liegt bei 78. Das ist auf jeden Fall ganz schön krass. Gefallen sind wir 202 Meter. Das ist jetzt auch gar nicht so viel. Ich bin mal gespannt, was unser Rekord ist von der Fallhöhe her. Steht das hier irgendwo? Also ich glaube nicht, wo unser Rekord von der Fallhöhe steht. Aber ja, Leute, 202 Meter sind wir tief gefallen und 19 Knochen haben wir uns gebrochen. Also gut, Leute, jetzt machen wir das Ganze mal in First Person, hätte ich gesagt. Mal schauen, wie das jetzt gleich werden wird. Oh mein Gott, Leute, die Kamera wackelt auch ganz schön. Aber ich glaube, ich kann das auch nicht so gut hier irgendwie ausgleichen. Deswegen, ich muss jetzt einfach nur gerade ausspringen, Leute. Oh mein Gott, ich hätte gesagt, wir fangen hier in 3, 2, 1 an. Oh mein Gott, Leute, ich kann gar nicht gescheit. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott. Oh, 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 shit. Oh mein Gott, Leute, man sieht gar nichts mehr. Wo sind wir? Wo sind wir? Oh, shit, Leute. Ah, oh, oh, oh. Ich habe schon komplett irgendwie die Orientierung verloren. Oh mein Gott. Einfach hier 20 Überschläge gefühlt. Auch 19 Knochen diesmal gebrochen. Okay. Wir sind aber diesmal nur 140 Meter tief gefallen. Okay. Wir haben uns hier bloß die Füße gebrochen. Und das eine Gelenk ist irgendwie kaputt. Aber sonst geht es uns eigentlich noch ganz gut. Also man kann uns im Prinzip ja wiederbeleben, würde ich sagen. Also in Wirklichkeit ist das nicht möglich. Aber ja, in diesem Spiel könnte man uns wiederbeleben. Also gut. Was ist denn das hier für eine Taste? Ich glaube, da unten ist diese Speed-Taste. Wenn wir die drücken, dann springen wir, glaube ich, richtig schnell. Also dann nehmen wir so Anlauf, glaube ich. Das will ich auch mal ausprobieren, Leute. So, wir probieren das mal aus. Okay, so, let's go, Leute. Ist das eine Speed-Taste? Nee. Was ist das? Activate Feuerwerk. Ist es keine Speed-Taste? Bin mir nicht ganz sicher. Was ist denn das? Ich glaube schon, dass es eine Speed-Taste ist, oder nicht? Eigentlich könnte man denken, es wäre eine. Wenn ich die jetzt hier drücke, da passiert, glaube ich, nicht. Nö. Das heißt auch Feuerwerk 1. Also Feuerwerk halt. Hey, was passiert bei Feuerwerk? Bei Feuerwerk passiert doch nichts. Also es ergibt irgendwie keinen Sinn, so richtig. Ich dachte, es wäre eine Speed-Taste. Also eine Speed-Taste wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das wäre eigentlich voll cool. Aber leider ist es keine. Schade. Naja, gut. Dann hätte ich gesagt, Leute, gehen wir ein bisschen höher. Wir können uns, glaube ich, noch keine neue Stage kaufen. Oder wollen wir mal schauen, ob wir uns eine neue kaufen können? Das würde mich nämlich mal interessieren. Können wir schon eine neue kaufen? Nee. Für die nächste brauchen wir 250k. Wir haben gerade 123. Okay. Dann können wir uns die noch nicht kaufen. Aber was wir machen können, Leute, ist einfach so ein bisschen höher zu laufen noch. Bis diese neue Stage halt im Prinzip anfängt. Und diese neue Stage ist ja hier oben. Also heißt, wir können im Prinzip hier so ein bisschen, ja, uns an diese Stage ranschleichen und dann hier an dieser Seite da runterspringen, Leute. Also gut. Hier einfach ganz vorsichtig hier hochkraxeln. So, Leute. Oh mein Gott. Und jetzt genau in dem Moment perfekt springen. Oh mein Gott, Leute. Oh, schon wieder Gleichgewicht verloren. Ui. Ah, oh mein Gott, Leute. Ui, 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 ui. Ich glaube, das ist nicht gut, Leute, für uns. Wir sind, glaube ich, sowas von tot. Oh, nee, Leute. Oh, nein. Oh, nein. Oha, Leute. Ich glaube, das ist wirklich Rekord hier. Oh, ja. Oh, mein Gott. Wir sind 102 Meter plus gefallen. Das kann doch, glaube ich, gar nicht so richtig stimmen, oder? Also, irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Aber egal. Auf jeden Fall hier 19 Knochenbrüche. Ist auch irgendwie merkwürdig. Aber ich glaube, Average heißt, glaube ich, durchschnittlich, oder? Kann das sein, dass das
durchschnittlich heißt. Oh, dann ist es, glaube ich, durchschnittlich 19 Knochenbrüche. Auch jetzt nicht so wichtig. Also 19 haben wir immer durchschnittlich gehabt. Wo stehen denn die normalen Knochenbrüche? Ich glaube, hier Broke. Ah, hier. Broke sind das. 54. Ah, das ist aber nicht so gut. Ja, unsere Hüfte ist ja auch komplett im Eimer. Also man kann da gar nichts mehr machen. Gefallen sind wir, wie schon gesagt, 102 Meter. Das kann aber auch nicht, wie schon gesagt, so ganz stimmen. Weil wir sind safe mehr gefallen, oder? Ja, aber die Hüfte ist auf jeden Fall hier komplett im Eimer. Da kann man gar nichts mehr machen. Aber ja, gut. Ich hätte gesagt, Leute, wir machen das Ganze jetzt nochmal in First Person. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Mal schauen, wie das Ganze da auf jeden Fall aussehen wird, Leute. Das wird jetzt echt sehr, sehr krass. Ich sag's euch. Einfach in First Person darunter springen. Aber auf jeden Fall, Leute, was sehr wichtig ist, macht das Ganze nicht in echtem Leben nach. Also, falls da jetzt jemand auf diese Idee kommen würde, von einer Klippe runter zu springen, das ist sowas von dumm, macht das nicht. Ihr könnt das gerne hier in diesem Game selber ausprobieren. Ich werde es wahrscheinlich unten verlinken, falls ich es nicht vergessen werde. Ist ein ganz cooles Game. Aber wie schon gesagt, im echten Leben bitte nicht nachmachen. Also gut, Leute. First Person hier. So, und jetzt einfach perfekt springen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Oh nein. Oha, Leute. Oh mein Gott. Ui, ah. Oh, wir haben uns noch mehr gebrochen als davor. 113 Meter, 81 Knochenbrüche und einen Durchschnitt von 21 Knochenbrüchen insgesamt. Also das ist auf jeden Fall krass. Wir haben auf jeden Fall unseren Durchschnitt erhöht. Wir haben sogar unseren Rekord gebrochen, weil 81 ist jetzt unser Rekord, Leute. Und so sieht auf jeden Fall unser Körper aus. Komplett im Eimer einfach alles. Hier ist auf jeden Fall irgendwie auch so ein Gelenk kaputt. Hier sind die Knochen komplett im Eimer. Da geht gar nichts mehr. Also Leute, ich glaube, bei so einem Bild, da ist man einfach wirklich tot. Ja, da kann man nicht mehr viel machen. Also gut, Leute. Wenn euch dieses Knochenbrecher-Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dass ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ja, Leute, ich hätte gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder in einem neuen Livestream oder in einem neuen Video. Und haut rein. Ciao, Action Wolf. Und ciao. Thank you.